Herzlich willkommen bei StudyLab TV. Wir haben uns ja in den letzten Videos viel über Wärme und Arbeit im offenen und geschlossenen System bei verschiedensten Zustandsänderungen unterhalten, alle Formeln mittlerweile gesehen und verstanden. Und jetzt ist ja vielleicht ganz nett, das Ganze mal nochmal abzurunden mit einer kleinen Beispielaufgabe. Also, wir stellen uns mal einen stationären Fließprozess vor und der ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier einen Vorratsbehälter. In diesem Vorratsbehälter befindet sich Luft und wir nehmen Luft mal vereinfachend als ideales Gas an. Was wissen wir noch? Die Temperatur der Luft beträgt 20 Grad Celsius und der Druck beträgt 5 Bar. Was wollen wir jetzt machen? Ziel am Ende des Tages ist es, hier eine Anlage zu entwickeln, mit der wir Druckluftflaschen befüllen. Druckluftflasche ist jetzt hier das Wort der Wahl. 5 Bar ist ja noch nicht so ganz gewaltig, deswegen schalten wir hier als nächstes mal einen Verdichter. Was macht der? Der verdichtet die Luft auf einen Zustand 2, von dem kennen wir die Temperatur, nämlich 35 Bar. Dabei wird das Zeug natürlich eine ganze Ecke wärmer. Wie viel wärmer, wissen wir noch nicht. Wir wissen aber, es wird auf jeden Fall wärmer, deswegen schalten wir mal einen Wärmeübertrager dahinter, in dem Isobar Wärme abgeführt wird. Das heißt, wir wissen, P2 ist gleich P3 und wir wissen, Wärme wird eben abgeführt. Was wissen wir noch? Wir führen so lange Wärme ab, bis die Temperatur T3 wieder gleich der Ausgangstemperatur ist. Wir haben jetzt also das Gas eine ganze Ecke im Druck erhöht, aber wieder in der angenehmen Temperatur von 20 Grad Celsius. Und bevor wir das Ganze jetzt hier in so eine Gasflasche reinfüllen, machen wir mal noch Folgendes. Wir schalten eine Drossel dazwischen. Bevor wir hier im Zustand 4 sind, dieses Symbol hier, das ist eine Drossel. Was macht eine Drossel? Eine Drossel ist thermodynamisch eine Katastrophe. Die vernichtet nämlich einfach Druck durch Verwirbelung. Kann man sich vorstellen wie irgend so ein Rohr mit irgendwelchen Rillen drin, wo dann halt das Fluid verwirbelt wird. Also hier wird isotherm Druck vernichtet. Isotherm Druck vernichtet. So, was wissen wir jetzt noch? Wir haben einen Massestrom gegeben. Und der beträgt 0,5 Kilogramm pro Sekunde. So, jetzt haben wir hier so ein paar Aufgaben rund um diese schöne Anlage, mit der wir ja hier diese Druckflasche befüllen. Was können wir denn dazu sagen? Also, als erstes malen wir mal ein PV-Diagramm. Das ist jetzt ganz schön, weil wir da nämlich schon ganz, ganz viele verschiedene Zustandsänderungen drin haben. Mir fällt gerade ein, ich habe hier vergessen zu sagen, dieser Verdichter, der ist reversibel adiabat. Also, wir malen ein PV-Diagramm, in dem wir diese Zustandsänderungen erfassen und fangen mal an mit der ersten Isotherm. Das ist ja jetzt hier der Zustand von meinem Vorratsbehälter. Da haben wir also eine Temperatur von 20 Grad Celsius. Also T1, 20 Grad Celsius und wir sind jetzt hier. So, jetzt wollen wir reversibel adiabat verdichten, habe ich gesagt, und zwar auf irgendeine neue Temperatur T2. Die kennen wir ja noch nicht. Reversibel adiabat ist ein bisschen steiler als isotherm. Schon ganz oft drüber gesprochen, 2. Was passiert dann? Jetzt ist ja hier, sind wir im Zustand 2, höhere isotherme, höherer Druck. Und wir führen jetzt isobar Wärme ab. Isobar sieht im PV-Diagramm ja dann so aus. Da sind wir im Zustand 3, haben es also wieder abgekühlt auf die Ausgangstemperatur T1. Jetzt kommt noch die Drossel, um den Druck ein bisschen zu reduzieren, und zwar auf einen Druck P4. Der ist noch ein bisschen höher, sonst hätte die ganze Geschichte ja keinen Sinn gemacht, dann wären wir wieder am Ausgangspunkt. Das sind also die Zustandsänderungen. Also nochmal, das hier ist der reversibel adiabate Verdichter auf die Temperatur T2. Dann kommt die isobare Wärmeabfuhr auf die niedrige isotherme T1 und dann zum Schluss eine isotherme
Druckreduzierung. Also wir haben hier P2 gleich P3 und hier P4. Ja, das wäre schon mal so eine erste Aufgabe, die in so einer Thermoklausur gerne drankommen könnte. Was könnten die denn noch fragen? Ja, die könnten zum Beispiel mal nach der Verdichterleistung fragen. Also was für eine Pumpe muss ich denn da überhaupt reinbauen, damit ich genau diese Verdichtung hier oben hinbekomme, vom Vorratsbehälter 20 Grad 5 Bar auf 35 Bar bei dem Massestrom und Luft. Wie kriegen wir das hin? Also, wir haben gelernt im Video zum ersten Hauptsatz beim stationären Fließprozess. Wir machen das Ganze immer pro Massestrom, dann wird aus der technischen Arbeit die Leistung. Also die Leistung, das ist genau Massenstrom mal technische Arbeit von 1 nach 2. Und wir haben ja jetzt hier eine reversible adiabate Verdichtung. Die Formel, wie wir das jetzt hier rausbekommen, haben wir hergeleitet. Also können wir die auch direkt einsetzen. Massenstrom ist gleich. So, reversible adiabate Verdichtung, offenes System. Da ist die Formel Kappa R T1 durch Kappa minus 1 mal P2 durch P1 hoch Kappa minus 1 durch Kappa minus 1. Das ist jetzt ganz gut, denn da sind jetzt nur Werte drin, die wir kennen. Ich erspare mir jetzt hier nochmal genau vorzurechnen, wie ich auf die Stoffdaten komme, also auf die spezifische Gaskonstante und den Isentropenexponenten. Das kann man zur Not im Video zu Stoffdatenberechnung nochmal nachschauen. Wir setzen das jetzt hier einfach nur alles ein. Also 0,5 Kilogramm pro Sekunde ist mein Massenstrom. Isentropenexponent von idealer Luft ist 1,4 mal 287 Joule pro Kilogramm Kelvin mal der Temperatur T1. Hatten wir hier aufgeschrieben 20 Grad Celsius. Immer in Kelvin, das ist ja hier auch in Kelvin gegeben, die spezifische Gaskonstante, also mal 20 plus 273,15. Man sieht schon, der Platz wird knapp. 1,4 minus 1 ist ungefähr 0,4. So, und jetzt mal, man möge mir das verzeihen, kommt dann jetzt hier so darunter, Klammer auf. Wir verdichten von 5 auf 35 Bar. 1,4 minus 1 sind 0,4 durch 1,4 minus 1. Das ist also die Formel für die Verdichterleistung. Einsetzen, ausrechnen. Wir kommen auf ungefähr 109,49 Kilowatt. Ja, und dann vielleicht noch eine letzte Frage. Wir wissen jetzt also schon mal, wir müssen 109 Kilowatt da reinführen, dann kriegen wir 0,5 Kilogramm pro Sekunde ideale Luft verdichtet von 5 Bar auf 35 Bar. Was möchte ich jetzt vielleicht mal noch wissen? Wie viel Wärme muss ich denn hier abführen, damit ich wieder auf die Ausgangstemperatur komme bei einer isobaren Wärmeabfuhr? Also letzte Frage in diesem Video. C. Wärmeabfuhr? Fragezeichen. Also wie viel Wärme muss ich denn abführen? Das interessiert den Energietechniker. Auch hier wieder wie im Fließprozess oben schon das Ganze pro Zeit, also ein Wärmestrom mit so einem Pünktchen, Q ab. Das Ganze ist ja jetzt hier isobar. Das heißt, die Formel haben wir auch uns überlegt, das ist ja schön, greift jetzt quasi alles ineinander, ist dann der Massestrom mal isobarer Wärmekapazität mal Temperaturdifferenz. Sozusagen mit den Indizes aufpassen. Wärmeabfuhr findet statt von 2 nach 3. Also Delta T2, 3. Setzen wir ein, da haben wir 0,5 Kilogramm pro Sekunde. Wärmekapazität weiterhin 1,005 Kilojoule pro Kilogramm Kelvin mal T3 kennen wir, ist wieder die Ausgangstemperatur, also 20 Grad Celsius minus. Ha, jetzt haben wir ein Problem, T2 kennen wir noch gar nicht. T2 müssen wir uns also gerade nochmal ausrechnen. Wie kommen wir denn auf T2? Schauen wir nochmal scharf hin. Das ist ja die Temperatur nach der reversibel adiabaten Verdichtung. Wir kennen beide Drücke und wir kennen die Temperatur. Wir kennen den Isentropenexponenten. Dann schaut man einmal auf die Formelsammlung. Da haben wir im Video zu reversibel adiabaten Zustandsänderungen eine Formel hergeleitet. Und zwar geht die folgendermaßen. Für reversibel adiabate Zustandsänderung gilt, T2 ist gleich
T1 mal P2 durch P1 hoch Kappa minus 1 durch Kappa. Wem das nichts mehr sagt, steht also alles im Video zu reversibel adiabaten Zustandsänderungen. Dann setzen wir das mal ein. Also wir hatten vorher 20 plus 273,15, 20 Grad Celsius. Wir verdichten jetzt von 5 auf 35 bar. Das ist also dann 7. Und wir schreiben in den Exponenten, Kappa ist 1,4, 0,4 durch 1,4. Und wenn man das einsetzt, bekommt man 511,14 Kelvin. Haben wir jetzt also doch was raus. So, jetzt wollen wir ja von T3, wollen wir von T3 T2 abziehen. Das heißt, mal, so, T3 sind ja dann 20 Grad Celsius plus 273,15, ne? Denn die Wärmeabfuhr ist hier wieder bis auf die Ausgangstemperatur. Und wir hatten T2 hier unten gerade ausgerechnet, also minus 511,14 Kelvin. Und wenn wir das einsetzen, dann bekommen wir daraus einen Wärmestrom, den wir abführen müssen, von ungefähr 109,757 Kilowatt. So, ich fasse noch mal gerade zusammen, was ich jetzt alles erzählt habe. Auch wenn man es relativ schnell macht, wie das jetzt hier wahrscheinlich gewesen ist, braucht man doch relativ lange, sind schon bei 12 Minuten. Ich fasse nochmal zusammen, was passiert ist. Also, wir haben uns eine Anlage überlegt, mit der man Gasflaschen befüllen kann. Wir haben hier einen riesengroßen Vorratsbehälter. Der hat Luft bei 20 Grad Celsius gelagert und 5 bar. Dann wird das Ganze hier reversibel adiabat verdichtet. Und zwar auf einen Druck von 35 bar. Dann wird isobar Wärme abgeführt. Und zum Schluss nochmal der Druck ein bisschen isotherm reduziert. Das Ganze gestaltet sich dann in einem PV-Diagramm folgendermaßen. Wir verdichten reversibel adiabat, also so ein bisschen steiler, hier auf den Zustand 2, führen dann isobar Wärme ab und reduzieren nachher isotherm nochmal ein bisschen den Druck. Dann haben wir noch ausgerechnet die Verdichterleistung. Das ist Massenstrom mal technische Arbeit. Formel für technische Arbeit bei reversibel adiabaten Zustandsänderungen haben wir hergeleitet in dem entsprechenden Video. Das ist diese schöne Gleichung. Werte einsetzen, fertig. Das ist die Verdichterleistung. Und in der letzten Aufgabe sollten wir die Wärmeabfuhr ausrechnen bei dieser isobaren Zustandsänderung. Auch da kennen wir schon die Formel hergeleitet im Video zu isobaren Zustandsänderungen im offenen System. Wir mussten allerdings noch die zweite Temperatur ausrechnen. Das haben wir gemacht mit der Beziehung von Temperatur und Druck bei reversibel adiabaten Zustandsänderungen. Auch das in einem Video erklärt, und zwar im Video zu reversibel adiabaten Zustandsänderungen. Da kommt dann diese Temperatur raus nach der Verdichtung. Die setzen wir hier in unsere schöne Gleichung rein und kriegen dann am Ende des Tages diesen Wärmestrom, den wir da abführen müssen. Jetzt könnte man noch ganz pingeligerweise einwenden, was heißt pingelig, wenn man ganz korrekt ist, das ist natürlich negativ, egoistische Vorzeichenregel. Man führt ja Wärme ab. Und ich hoffe, dass man damit mal so eine Idee davon bekommt, was einem rund um ideale Gase in einer Thermodynamikklausur erwarten kann.